Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, am Tag nach der Wahl. Puh, haben Sie gestern auch so gefeiert? Zusammen mit den Sozis? Haben wir mal die Grafik vom Endergebnis? Das ist das Endergebnis der Bundestagswahl. Das heißt, es gibt jetzt Rot, Rot, Grün. Allerdings in der Opposition. Ja. Und es wird eine neue Regierung geben, die Kanzlerin bleibt die alte, Schwarz-Gelb kommt jetzt. Ja? Also die CDU und die FDP werden zusammen in Zukunft das Land regieren. Schwarz-Gelb, es gab ja viele Namen dafür, Tigerenten-Koalition zum Beispiel. Ja, das war, glaube ich, der geläufigste Name. Wir haben Biene-Maja-Koalition ausgerufen, finden aber auch BVB-Koalition gar nicht so schlecht. Oder... Oder ich finde auch die faule Banane-Koalition, finde ich auch gar nicht schlecht. Schwarz-Gelb, mal gucken, da fällt uns sicherlich noch einiges ein. Was kommt auf uns zu mit Schwarz-Gelb? Ich habe es mal versucht, kurz zu fassen. Also mit Schwarz-Gelb, Reiche werden reicher, Weiche werden weicher, Arme werden ärmer und Warme werden wärmer. Das ist im Prinzip das, was auf sich zukommt in den nächsten Jahren, kurz gefasst. Ja, und die SPD, das ist die große Überraschung des Abends, schafft es über die 5%-Hürde. Ja? Die große Koalition kommt also nicht zustande. Große Verluste für die SPD. Viele sagen zu Frank-Walter Steinmeier jetzt nur noch Franjo Steinmeier. Und Ola Schmidt hat sich schon mit dem Dienstwagen nach Spanien abgesetzt. Die werden Sie nie mehr wiedersehen, da können Sie sich darauf verlassen. Ansonsten gab es noch ein paar Randparteien, Randgruppierungen, von denen am stärksten, glaube ich, die Piratenpartei abgeschnitten hat. Überraschend stark, oder? Wird mal Zeit, dass wir deren Internetaktivitäten strenger überwachen. Die Piratenpartei. Ich glaube, 1 oder 2% sogar, oder? Bei den jungen Wählern, bei den Erstwählern bis zu 13%. Das ist ganz beachtlich, oder? Ja, dann gab es bei der ARD natürlich eine Wahlsendung. Und da haben wir die strahlende Siegerin gesehen, um Ihnen noch mal diese Bilder des letzten Abends zugänglich zu machen. Hier, bitteschön. An diesem Abend einfach herzlichen Dank. Jetzt muss ich noch ein bisschen Medienarbeit machen, damit mich die Menschen auch in ihren Wohnungen zu Hause sehen. Die vielen, die uns unterstützt haben, die vielen, die mit uns gefiebert haben. Und später komme ich dann noch mal vorbei und sage, schöne Party, herzlichen Dank, alles Gute. Schöne Party. Ja, aber diese Handbewegung hat mir noch gefehlt. Schöne Party. Juhu. Natürlich ist sie gut drauf. Sie verdient ja demnächst deutlich mehr, wenn Guido Westerwelle die Steuern gesenkt hat. Und dass sie Kanzlerin bleibt, ist schön, aber dass man sie auch noch in unseren Wohnungen sehen muss. Aber sie hat mit Sicherheit an dem Abend noch ordentlich einen gepichelt. Da sehen wir zu dem Thema gleich noch was. Und bei N24 gab es auch eine Sendung. Ja, Entscheidung für Deutschland hieß diese. Und auch da war Angela Merkel zu Gast und war außerordentlich frohlockend unterwegs. Schauen Sie mal. Wir haben die Bundeskanzlerin hier. Zunächst mal herzlichen Glückwunsch, Frau Bundeskanzlerin, für die Wahl, für das Wahlergebnis. Sie haben gerade hier erwähnt, Sie wollen heute ausgelassen feiern. Sie sind ja bekannt als sehr kontrollierte Frau. Wie sieht das denn aus? Müssen wir uns auf Überraschungen heute Abend gefasst machen? Nee, ich habe mir vorgenommen, etwas mehr zu lächeln, auch bei Ihnen im Fernsehen und einfach auch mal auszusprechen, dass ich glücklich bin. Ja, das hört sich so ein bisschen nach Selbsthilfegruppe an, oder? Ich habe mir vorgenommen, mehr zu lächeln. Mein Leben mal ein bisschen. Da kann sie von Guido Westerwelle ja bestimmt noch was lernen, oder? Wenn einer lächeln kann, dann ist Guido Westerwelle das Number One Honigkuchenpferd des deutschen Bundestages. Und da war natürlich die Freude groß bei Guido Westerwelle. Sie macht das sehr amerikanisch, finde ich. Alle anderen sind alleine aufgetreten. Schauen Sie mal hier bei Guido Westerwelle hinten hunderte von Leuten, die das Bild komplettieren. Schauen Sie mal. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir Freien Demokraten bedanken uns bei unseren Wählerinnen und Wählern für das beste Ergebnis, das die FDP seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland erreicht hat. Ja, ich hab mir dieses Bild mal angeguckt. So viele von denen kennt man ja nicht. Gut, Hans-Dietrich Genscher haben wir da noch erkannt. Und Rainer Brüderle, da wird es schon dünn, den kennen schon nicht mehr so viele. Wen hat denn die FDP dann noch eigentlich, der die Ministerposten übernehmen muss, oder? Ich glaube, Westerwelle wird wahrscheinlich Außen-, Wirtschafts-, Justiz-, Verkehrs- und Umweltminister. Für mich der weiße Obama.
Guido Westerwelle, kann man, glaube ich, hier schon sagen. Und die Rolle der FDP ist noch nicht ganz klar, aber da sie natürlich sehr gut abgeschnitten hat, erhofft sich die FDP natürlich eine große Beteiligung im Kabinett. Und Ronald Pofalla, der Generalsekretär der CDU, Generalsekretär der CDU, fasst hier noch mal zusammen, wie er die Rollenverteilung zwischen CDU und FDP sieht. Schauen Sie mal. Ja, mit dem Kündigungsschutz wird mit uns nichts zu machen sein. Und dabei bleibt es auch, da kann die FDP sich auf den Kopf stellen. Wir sind der Hund, die FDP ist der Schwanz und das wird in der Koalition deutlich werden. Wir sind der Hund, die FDP ist der Schwanz. Ja. Wir sind der Hund, die FDP ist der Schwanz. Da lehnt er sich aber weiter aus dem Fenster, muss man sagen. Das stimmt, aber der Hund hat einen sehr langen Schwanz. Ja, knapp 15%. Ja, das ist ja eigentlich etwa die Hälfte des CDU-Ergebnisses. Ja, also danach müsste man eigentlich auch die Ministerposten berechnen, oder? Ich bin mal gespannt, wie das funktionieren wird. Das wird uns mit Sicherheit der Generalsekretär der FDP in den nächsten Tagen verraten, was die FDP fordert an Ministerposten. Das ist bei Klaus Kleber ist er zu Gast in der Sendung. Es ist Dirk Niebel. Den Namen müsste ich merken, falls ihr ihn bis heute noch nicht gehört habt. Der Generalsekretär der FDP, Dirk Niebel. Und ja, der hat wahrscheinlich auch schon gefeiert vorher. Macht jedenfalls hier den Eindruck. Zwei Worte. Eines von Ihnen, das war: eine Regierung, in der der Gesundheitsfonds nicht abgeschafft wird, ist mit uns nicht zu machen. Erstens. Zweitens, ein Koalitionsvertrag ohne Steuererleichterung ist ohne uns nicht zu machen. Sind diese beiden Worte tatsächlich heute Abend noch gültig? Also zunächst einmal herzlichen guten Abend, Herr Kleber. Ich freue mich auch über Ihre Glückwünsche. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also erstmal herzlich, wahrscheinlich würde ich sagen, also erstmal herzlichen Glückwunsch zu meinem Erfolg. Ja. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Abend. Ich habe schon eingetrunken, Herr Kleber. Man nennt mich in der FDP auch nur noch den Küstenniebel. Beim MDR gab es auch eine Wahlsendung. Hat Gott sei Dank keiner gesehen. Können wir mal einen kleinen Ausschnitt zeigen? Und damit zurück zu Oliver Köhr. Ja, und hier im Wahlstudio geht es jetzt hoffentlich weiter. Ich muss mal in die... Wir versuchen mit Wolfgang Tiefensee zu sprechen, dem Bundesverkehrsminister. Ja, haben wir auch versucht, haben wir aber dann aufgegeben.